Na gut, dann komm her, du. Dann müssen wir natürlich warten, bis er das Ding einreißt hier. Erinnerst du dich an unsere letzte Sitzung? Was du vor dir siehst, ist ein weiteres Exemplar dieser höchst hartnäckigen Kreatur. So, jetzt können wir aufräumen gehen. Fähigkeit, die in dir steckt, kannst du seine Mord hier bezwingen. Hier ist nur Raum für dich. Kann der eigentlich auch weitere beschwören? Komm raus, damit ich sie sehen kann! Scheiße, ich wünschte, ich könnte so kämpfen. So, mein Freund, dann bleib mal hinter mir. Geh weg da, ich schmeiß eine Granate. Meine Güte, ey. Ich muss nur warten, bis er um die Ecke kommt. Aber der hat auf mich gehört, ne? Das finde ich schon mal erstaunlich. Hallo? Hallo? Du denkst, ich hab Schiss, was? Also im Moment frage ich mich eigentlich nur, warum der nicht kommt. Da ist er ja. Ist gerade die Granate von dem Kerl abgeprallt. Also so allmählich fühle ich mich etwas verarscht, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Der hat doch keine Aura. Wieso ist der unverwundbar? Und wie genau soll ich das denn machen, wenn der unverwundbar ist, wenn ich für den anderen auch meinen Berserker brauche? Die kommen ja viel zu spät. So, hier, komm, trigger mal den Arsch. Keine Lust mehr. Ich habe schon wieder keine Lust mehr. Glaubt ihr das? Kommst du da mal weg, bitte? Erinnerst du dich an unsere letzte Sitzung? Was du vor dir siehst, ist ein weiteres Exemplar dieser höchst hartnäckigen Kreaturen. Nur mit dieser besonderen Fähigkeit, die in dir steht, hier, der da, der hat eine Aura. Kannst du seine Mordgier bezwingen. Denn hier bist du. Du Wahnsinniger. So, hier. Volles Brett aufs Maul. So, da kommt noch einer runter, der kriegt es auch ab. Ja, und dann muss ich mich zurückverwandeln, weil ich gerade am Sterben bin. Wow. So, du bist dran. Ja, sonst würdest du dich nicht hier hinten verstecken. Ich habe ja auch Schiss, also von daher. So, wie kriegen wir jetzt diesen letzten? Ich habe keine Berserker-Dings mehr und der ist anscheinend immun gegen alle anderen Waffen. Es ist einfach nicht zu schaffen! Und kannst du mir mal sagen, wieso sich der Kerl da hinstellt, während ich getötet werde und sagt, was hast denn du da für eine Scheiße gebaut? Man kann echt nur sich auf sich selbst verlassen. Dafür gehört ihm eigentlich der Kopf abgeknallt. Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht von dem Spiel, ja? Ich muss in den Nahkampf, weil ich die anders nicht erledigen kann, weil ich den Berserker brauche. Aber ich habe nicht genug Lebensenergie, um den Nahkampf zu überleben. Ich bin schon wieder an dem Punkt, wo ich sage, fick dich. Torg, erinnerst du dich an unsere letzte Sitzung? Was du vor dir siehst, ist ein weiteres Exemplar dieser höchst hartnäckigen Kreatur. Und mit dieser besonderen Fähigkeit, die in dir steckt, kannst du deine Mordgier bezwingen. Denn hier ist nur Raum. Oh, kannst du mal... Okay, der ist tot. So, der ist auch tot. Kann jetzt bitte der Letzte da noch runterkommen? Es dauert einfach zu lange. Ich krieg den Letzten nicht. Alter. Da ist Komjum. Da ist Komjum. Aber es reicht trotzdem nicht.
Wehe, da kommt jetzt noch einer. Dann dreh ich durch. Ach. Ich hab ihn gehört. So, ich ziehe mich trotzdem erstmal zurück. Ich werde es an dieser Stelle speichern. Ist zwar nicht die günstigste Situation, aber ich habe keinen Bock, diese Abknaller da nochmal besiegen zu müssen. Und ich muss unbedingt die englischen Namen raussuchen. Das geht ja mal gar nicht. Abknaller klingt so dämlich. Wenigstens haben wir jetzt eine Shotgun. Aua! Wehe, du meckerst, dass ich dich irgendwie beschieße, wenn du dich genau hinter die Kreaturen stellst, die ich mit einer Shotgun bekämpfe hier, ja? Was? War das wieder so ein Abknaller? Ach nee. Da oben ist ein Aufseher. Zwei sogar. Oh, wir müssen hier weg. Das war's. Lass ihn verrocken. Da sage ich jetzt mal gar nichts zu. Dann gucken wir mal, wie wir hier schießen müssen, damit das auch funktioniert. Da oben. Okay. Nee, aber ich werde das jetzt einmal laden. Weil, was soll der Scheiß? Wisst ihr? Was soll das? Also, ich weiß auch nicht, wie eine Granate von diesem Dings da abprallen kann, wenn die nicht in der Lage sind, mit dieser Engine diese durchgängigen Barrieren darzustellen, wie dieses Geländer da, dann sollen sie es sein lassen. So ist doch Mist. Junge! Ich würde einfach mal vorschlagen, wir bleiben hier, dass die Aufseher da und die Unterdrücker uns nicht sehen. Munition haben wir ja noch. Das ist ja quasi, wenn die Vielfraße die Insassen sind, ist das wie im Prolog. Der Aufstand, ne, der dann niedergeschlagen worden ist mit Waffengewalt. So, okay, das waren die Vielfraße. Dann werde ich jetzt einmal abspeichern, während der Kerl da in seinen sicheren Tod rennt. Wie dämlich kann man eigentlich sein? Einmal mit Profis. Ah! Kannst du bitte mal aufhören, die Unterdrücker immer wieder auf dich aufmerksam zu machen? Ich will da durch. Komm ich mal überhaupt hin. Sehr gut gemacht. Ja, ich fand's scheiße, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich hätte lieber die Chance gehabt, mich an die anzuschleichen, aber nein, Mister musste sich ja an die Ecke stellen, damit die auch ja nicht wieder in ihren Patrouillenmodus zurückgehen, ne? Du bist schuld, dass meine Lebensenergie schon wieder im Arsch ist. Komme ich da irgendwie rein? Ich meine, da sind Molotow-Cocktails drin. So, ich will erstmal Munition holen hier. Munition, das geht doch. Es geht doch. Und wir haben immer noch drei Granaten für Unterdrücker. So, gibt es hier einen Checkpoint? Wunderbar. Brauche ich nicht selber speichern. Das hat ja schon mal was. Okay. Vier Schuss. Für einen Unterdrücker. Und die nehmen anscheinend nicht mal wahr, wenn man auf sie schießt. Habt ihr das gesehen? Der hat überhaupt nicht reagiert, dass ich auf ihn geschossen habe. Okay, aber ich höre noch einen.
Ich weiß noch nicht, wo der patrouilliert. Telefon? Leider nicht. Mit diesem Telefon hätte man noch viel mehr machen können. Ah, Xamium. Was ist das da? Eine abgesägte Shotgun. Ja, aber für die habe ich ja nicht unbegrenzt Munition vorrätig. Von daher, warum sollte ich die mitnehmen? Alter. Das ist Trolling. Ich habe nie verstanden, warum du nicht mitgespielt hast. Ich habe dir alles angeboten. Respekt, Wohlstand, Macht. Aber du hast dich für sie entschieden. Ich liebe die Frauen und weh. Aber ich wollte mir immer meine Freiheit bewahren. Wenn sie einen erst aufhalten, die Wahl einschränken, müssen sie weg. So oder so. Blackmoor. Mehr schwarz oder auch schwärzer. Schwärzer als was? Schwärzer als wer? So. Waren das explodierende Ratten? Ja. Animation der Extraklasse. Moin. Na gut, was soll man machen, wenn die Tür abgeschlossen ist, ne? Ich liebe es. Okay, da ist wieder einer. Okay, man kann da rein, man muss wahrscheinlich da rein. Ich speichere ab. Ich hab keinerlei Hemmungen mehr, bei diesem Spiel abzuspeichern hier und mich nicht nur auf die Autos selbst zu verlassen. Tut mir leid. Dazu hat mich dieses Spiel einmal zu oft gefickt. Ach, hier ist er ja. Ich wollte gerade sagen, wo ist er denn? So schlimm sind die gar nicht. Ich meine, den Granatwerfer haben wir ja trotzdem noch. Obwohl ich am Überlegen bin, ob wir vielleicht doch wechseln. Obwohl, ne, drei Granaten, die will ich vorher noch verballern. Dann sollten wir das vielleicht tun. Das sieht schon wieder so verdächtig nach einem Arena-Kampf aus hier, aber... Munition. Dann können wir uns die mal genau angucken hier, bitte. Also, die haben keine Beine mehr. Arme haben sie noch. Keine Augen. Dafür diese ganzen Gewehre in der Brust. Das ist interessantes Design. So, ich meine mich noch vage an mindestens einen absolut nervigen Gegnertypen noch zu erinnern. Da ist er ja schon. Nein, Spaß. Der darf eh nicht mitspielen. Muss man denen eigentlich immer noch die Köpfe abschießen oder war das nur auf Carnate? Du warst in Block B, ich in Block E. Sie wollten uns voneinander fernhalten, aber keine Chance. Wir haben zusammengehalten, Mann. Aber was ist jetzt? Treffen wir uns in E. Meinem Revier. So, jetzt kann man ein wenig drüber nachdenken, die Waffe zu wechseln. Ich gehe nochmal zurück. Da stand auch noch die M60, ne? Auf die können wir jetzt mal tauschen. So, damit können wir auch den einen oder anderen Aufseher hier noch zerlegen. Ich sage es einfach Aufseher. Gefällt mir besser als Unterdrücker. So, wir müssen immer noch nach Block E. Da oben los. Nichts. Okay. Hier waren wir schon mal, oder? War hier nicht damals Ende vom Prolog? Oh.
zwei sogar gleich. Na gut. Komm her. Wenn ihr aufs Maul wollt, dann kriegt ihr aufs Maul. Ich will mal nicht so sein. Okay. Hatten die denn eine Aura? Brauchte ich den Berserker? Ich war so unter dem Eindruck, dass die eine Aura hatten. Aber letztendlich, ich habe gar nicht genau hingeguckt. Achso. So muss das laufen und nicht anders. Okay, aber dann würde ich mal spontan sagen, wir heben uns jetzt mal den Granatwerfer. Für die Spinnen da unten auf. Was haltet ihr davon? Wenn wir wissen, dass die kommen. Ja, da ist noch ein Aufseher vorweg, ich weiß. Aber den können wir wahrscheinlich auch so klein kriegen. Wir haben ja auch noch Granaten. Hier war jetzt ein Slayer, ne? War hier nicht ein Slayer das letzte Mal? Jetzt kommt wieder die Ansage von Miles, ne? Du warst in Block D, ich war in Block E. Du warst in Block D, ich in Block E. Sie wollten uns voneinander fernhalten, aber keine Chance. Wir haben zusammengehalten, Mann. Aber was ist jetzt? Treffen wir uns in E, in meinem Revier. So, ja, aber bevor wir da hingehen, werde ich erstmal speichern. Damit das hier tatsächlich auch mal ein bisschen vorwärts geht. So, zeig dich. Junge! Junge, komm raus da! Alter! Nö. Das meine ich. Das mache ich nicht, Alter. Okay, wenn ich den Granatwerfer nicht benutzen kann, weil der Herr zu dämlich ist, um bei einer Explosion fernzubleiben, dann müssen wir es halt doch mit dem M60 machen. Dann ist ja gut, dass ich mir den Granatwerfer aufgehoben habe, ne? Für solche Situationen. Kann ich dich hier irgendwie einsperren? Dass du mir nicht hinterherkommst. Natürlich nicht. Ja. Also sobald einer von euch dann... Was hat das Ding denn für einen Explosionsradius? Meine Fresse. Ich bin kurz davor, den Kerl aufzugeben. Der macht mir das Ganze hier wesentlich schwieriger, als es sein müsste. Ich darf nicht mit Granaten hantieren, weil er zu dämlich ist, sich von der Granate fernzuhalten. Mann, Mann, Mann. Ja, dann packe ich meinen Granatwerfer halt weg. Boy. Du Vollidiot. Wie du schon aussiehst. Lange hat mich kein Spiel so aufgeregt wie dieses. So. Komm raus da, du Idiot. Meine Fresse. Kannst du da mal weggehen? Hallo? Alter. Gehst du bitte aus der Schussbahn meines Hochgeschwindigkeitsmaschinengewehrs? Das kann doch wohl... Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Was diesem Spiel fehlt, ist eine Möglichkeit, den Idioten zu sagen, die sollen sich mal hinter mich stellen. Alter, lass den hier reinkommen und geh weg da. Willst du mich verarschen jetzt?
Komm, du machst das absichtlich, oder? Niemand kann so dämlich sein. Man kann einfach nicht so dämlich sein. Das ist nicht möglich. Alter! Wie viele von euch gibt's denn? Und da ist noch einer. So, jetzt kommen von denen wieder welche und mir geht hier die Munition aus. Was war das denn gerade? Ich weiß nur, dass ich meinen Granatwerfer wieder haben will. Und ich weiß nur, dass mir der Kerl so allmählich echt scheißegal ist.